im Ernstfall. Diese Leute haben ja Abwasser, haben Wasser, haben Luft, haben alles, was Menschen brauchen. Man hätte das eigentliche, was wir wissen, Training von der Fernstellung gibt es keine. Die Rumpfinfo-Technologie oder die man hätte mit Sicherheit zwei Geschosse ausgebaut, deswegen sind die Rindenunterschiede und hätte damit die, unter die Leitungen unter den Fußböden untergebracht und die Wohnräume in zwei Geschosse. Als wir begonnen wurden mit dem Bau, das war an der Kante hier, man sieht hier, sind alle Meter, sind so, so kleine Hügel. Man hat hier einen ganz schlechten Fels gefunden und man hatte schon Angst, dass hier die Gutachter letztendlich geschaut hatten, weil das war sehr brüchig. Dann hat man hier alle Wege in der Eisenträger eingebaut, einverschaut, hinterlegt mit Baustellmarken ausbetoniert. Es ging Gott sei Dank nach 18 Metern dann gut weiter, rechnen wir über ohne Unterbrechen, ohne schlechten Fels. Ja, heute sind wir draußen, stehen geblieben bei dem Wort, was tut die Gemeinde St. Martin mit dem Unter. Okay, Sie sehen es hier, es war mal die Idee gewesen, hier sogenannte Jugendweihung, so war der richtige Name, hier abzuhalten. Wir sind dann auch hier 4 Jahre lang abgehalten worden, zwei diesmal, wieder bis Ende Mai. Und die 16 bis 18 Winterkabinett hatten wir ihren jungen Wein aus dem vorigen Jahr hier vorgestellt. Man konnte sich ein Glas kaufen, bei irgendeinem Betrag konnte sich auch ein Stück untertrinken. War eine schöne Sache, so weit, so gut. Sie sehen auch hier noch hier sieht man ja das Glasband. Ja, okay. Die ganze Geschichte war viermal stattgefunden. Das vierte Mal war es schon nimmer genehmigt. Es mussten dann etliche Grenzwege gemacht werden, weil die Kreisverwaltung hat es nimmer genehmigt, weil der Notausgang fehlt. Der Fluchtweg war zu gering. Es gibt zwar, da geht er nachher hin, auf der anderen Seite genau ähnlich wie hier einen Ausgang oder Eingang, je nachdem. Aber die Wege sind zu weit und nicht ausgeleuchtet genug. Wie gesagt, man musste Tunnelzüge machen, dann, um das Letzte dann nochmal durchzuführen. Aber das war eine ganz schöne Sache, aber die Verantwortung